Lange Zeit gingen die Kontrollbehörden in den USA recht lax mit den großen Internetkonzernen um, doch das hat sich geändert. Erst bekam das Google zu spüren, jetzt gibt es Klagen gegen Facebook. Die Behörden und fast alle Bundesstaaten werfen dem Online-Netzwerk vor, mit wettbewerbswidrigen Mitteln seine Macht auszubauen. Zu Facebook gehört auch die Fotoplattform Instagram und der Chatdienst WhatsApp. Facebook hat eine mächtige Marktstellung. Mehr als 2,5 Milliarden Menschen nutzen täglich das Online-Netzwerk und seine hinzugekauften Produkte Instagram und WhatsApp. Ein Monopol, so die Klage der US-Handelskommission, das mit wettbewerbswidrigen Mitteln zustande gekommen sei. Die Behörde will Facebook zerschlagen. Das ist auch das Ziel einer zweiten Klage, eingereicht von mehr als 40 US-Bundesstaaten. Indem Facebook seine enorme Daten- und Geldmenge nutzte, hat das Unternehmen mögliche Gegner zerstört oder behindert. Sie haben die Wahl für Verbraucher reduziert. Facebook erstickte so Innovation und schwächte den Datenschutz von Millionen Amerikanern. Die Firmenpolitik gehorche dem Prinzip, kaufe, was dir gefährlich werden könnte. Am deutlichsten sei das bei Instagram und WhatsApp. Das Ziel, beide Anwendungen wieder aus Facebook herauszulösen. Der Konzern hält dagegen. Die Handelskommission, die jetzt klage, habe vor Jahren den Erwerb beider Online-Plattformen genehmigt. Die Chefjuristin kritisiert, Kartellgesetze seien nicht dazu da, erfolgreiche Unternehmen zu bestrafen. An der Börse hat Facebook leicht nachgegeben, aber ein großer Einbruch ist bisher ausgeblieben.